Edit mich, dass wenn der Multiplayer kommt, wir zusammen zocken können. Ich wünsche einen guten Tag und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Kart Tour, meine lieben Freunde. Es ist Tag 3 und wir holen uns natürlich auch den 3er-Tagesbonus ab. Das sind heute wieder 100 Münzen. Sehr, sehr schön und ich hoffe einfach, es geht euch soweit gut. Ich freue mich auf die heutige Folge sehr und wir schauen natürlich erstmal, was die heutigen Shop-Angebote sind. Vielleicht gibt es ja irgendwas Krasses. Baby Daisy, ja lol, die habe ich ja schon. Und das Pilzkart habe ich auch schon. Also damit kann ich nicht viel anfangen. Nee, damit könnt ihr mich nicht reizen, ne? Ihr habt mir aber wieder Infos in die Kommentare geschrieben. Vielen, vielen Dank für eure rege Interaktion und auch für die ganzen Likes und alles drum und dran. Super cool von euch. Aber ich habe Infos zum Goldpass. Denn der Goldpass vergrößert unsere Geschenke. Denn wenn wir hier in die Zukunft gucken, dann kommen hier immer wieder so Geschenkboxen hier unten in der Leiste. Und immer bei diesen Geschenkboxen kriegen wir quasi zusätzliche Geschenke mit dem Goldpass. Immer das, was rot eingerahmt ist, kriegen wir sozusagen als Bonus, wenn wir den Goldpass besitzen. Und hier für 64 große Sterne erhalten wir hier das Gold-Blooper-Card. Also wir müssen einfach weiter zocken und je mehr man zockt, desto mehr lohnt sich der Goldpass. Dementsprechend starten wir jetzt auf Yoshis Piste. Wir nehmen einfach mal Baby Daisy, weil das einfach unser neuester Charakter ist. Und wir packen sie auch direkt in das Pilz-Card, weil auch das unser neues, so dass das passt. Und dann düsen wir einfach los. Ne? Die beiden Charaktere haben wir beim letzten Mal in den Lootboxen gezogen. Ne? So, der gefakte Multiplayer wieder. So, man soll wieder das Gefühl haben, man zockt online, aber eigentlich zockt man gar nicht online. Wir haben euch durchschaut, Nintendo. So, jetzt schauen wir mal, ob ich noch drauf habe. Ne? Es ist immer schwierig, wenn man immer wieder einen Tag Pause hat, aber ich nehme jeden Tag, wie gesagt, nur diese 16 Minuten auf. Viele von euch haben mir auch schon geschrieben, dass sie es durchhaben. Ich glaube, wenn ich das privat zocken würde, dann würde ich das auch instant durchsuchten, also so schnell wie möglich auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich das Ganze natürlich hier auf YouTube zocke, beherrsche ich mich sehr mit dem Zocken, ne? Und nehme auch nicht mehr als eine Folge am Tag auf. Beziehungsweise ich nehme nur so viel auf, wie ich hochlade. Ich habe nichts voraufgenommen, weil solche Apps natürlich auch immer dadurch leben, dass man täglich auf diese Ereignisse und so weiter reagieren kann. Und wenn dann diese ganzen Ereignisse passieren, so keine Ahnung, morgen kommt irgendein cooles Event, aber ich habe noch 3 Folgen voraufgenommen, dann würde dieses Event einfach erst so in 4 Tagen auf meinem Kanal kommen. Deswegen ist es bei Apps, glaube ich, relativ wichtig, dass man da immer tagesaktuell unterwegs ist. Dementsprechend, ist mein Spielfortschritt wahrscheinlich etwas langsamer als bei vielen von euch, die schon die ganzen Cups durchgezockt haben. Aber dafür haben halt alle, die das Videoprojekt verfolgen, auch immer die neuesten und heißesten News frisch aus dem Ofen. Wo wir beim Thema Ofen sind, nach der Folge hier werde ich erstmal dick Mittagessen machen. Heute ist Ladetag, das heißt, ich darf Kohlenhydrate essen. Da werde ich jetzt erstmal ein schönes Rindersteak in die Pfanne hauen und dazu einfach 500 Gramm Kartoffelwedges im Ofen machen. Oh, geil. Einmal die Woche mal Kartoffeln und Nudeln essen. Heute Abend mache ich dann Nudeln mit Pute und einer fettfreien Soße. Auch das wird richtig, richtig geil. Leute, der Ladetag, der ist bei mir immer der Freitag, ist der beste Tag der Woche. Da schmeckt das Essen. Aua. Jetzt haben wir eine Rote kassiert. Aber das stört uns jetzt erstmal nicht weiter, weil wir uns einen sehr, sehr soliden Vorsprung aufgebaut haben. Wie viele Münzen haben wir eigentlich? Gerade mal 6. Das ist erbärmlich. Das ist wirklich erbärmlich. So, sehr schön. Und dann nehmen wir hier noch eine Münze mit und dann driften wir jetzt hier noch ganz entspannt ins Ziel. Dadurch, dass ich natürlich hier mit Innenkurve nehme, komme ich natürlich nicht an die Münzen ran, weil die immer meistens mittig auf der Strecke sind. Aber ist, denke ich, nicht so schlimm. So, reichen uns 3900 Punkte für die 5-Sterne-Wertung? Müsste schon, oder? Erstmal Stufe 4 und dafür 5 Gems gezogen. Sehr schön, dafür können wir uns nachher direkt mal eine Lootröhre holen. Sehr, sehr geil. So, alles wird geboostet, für alles kriegen wir Punkte. Sehr, sehr angenehm. 3900 reichen auch für die 5 Sterne. Und mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass es später ganz schön schwierig wird, auch wenn man Erster wird, immer die 5-Sterne-Wertung zu bekommen. Da muss man dann sehr darauf achten, dass man seine Kartteile sozusagen levelt. Und was? Baby Daisy ist auf der Strecke Daisyhausen nicht im Vorteil. Das lasse ich nicht mit mir machen. Da nehme ich den guten Toad, weil den habe ich schon punktemäßig besser gepusht. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Aber nicht so schlimm. Ne? Baby Daisy ist jetzt nicht mein Favorite Character. Aber dadurch, dass wir heute direkt nochmal wieder 5 Gems bekommen haben, können wir heute erst wieder ein paar Lootröhren ziehen.
und dann mal gucken, ob wir irgendwas Geiles ziehen. Wie immer natürlich gibt es das am Ende der Folge. Immer erstmal einen Cup zocken und dann schauen wir weiter. Aber wie gesagt, nach dem heutigen Part, wenn wir den heutigen Cup gut abschließen, was ich ja doch vorhabe, dann kriegen wir auch das erste Mal Geschenke, ne? Und dann kriegen wir auch das erste Mal den Bonus vom Goldpass, den übrigens, wie gesagt, aktuell jeder von euch noch holen kann, auch ohne Ingame-Währung. Es gibt, wie gesagt, eine zweiwöchige Testphase, aber Achtung, das Ganze ist ein Abonnement. Das müsst ihr vor Ablauf der zwei Wochen wieder kündigen, ne? Sonst verlängert das sich automatisch und ihr zahlt, glaube ich, 5,50. Also, aber für zwei Wochen kann sich jeder diesen Goldpass holen und sich dann die ganzen Geschenke mitnehmen. Ich schau mal, wie der Spielsupport in Zukunft ist. Wenn das Spiel über einen längeren Zeitraum supportet wird und vor allem auch der Multiplayer bald kommt, ich damit euch gemeinsam zocken kann, dann denke ich, werde ich den Goldpass schon behalten und dann auch quasi die 5,50 im Monat zahlen, das ist mir dann wert. Aber wenn dieses Projekt, sage ich mal, oder allgemein dieses Spiel relativ schnell wieder in der Versenkung verschwindet, beziehungsweise uninteressant wird, dann, werde ich natürlich das Abo auch kündigen. Also ich glaube, die Langlebigkeit dieses Spiels hängt davon ab, wann sie den Multiplayer bringen. Je schneller sie den Multiplayer bringen, desto höher sehe ich die Chancen, dass dieses Spiel sich lange gut auf dem Markt halten wird. Das behaupte ich jetzt an der Stelle einfach mal so. Ich komme jetzt tatsächlich nur auf Platz 3 ins Ziel, obwohl ich mir fast keinen Fehler erlaubt habe. Das finde ich ja fast ein bisschen fies. Das finde ich ja wirklich ziemlich, ziemlich fies. Was hätte ich denn besser machen sollen? Mensch. Ich hoffe trotzdem, dass der dritte Platz noch reicht für die 3-Sterne-Wertung. Ansonsten muss ich das Rennen nochmal fahren. Aber 3.900 Punkte müsste reichen. Ohohoho! Um 100 Punkte! Um 100 Punkte! Holy shit. Na, da wurde es jetzt schon ganz schön knapp mit der 5-Sterne-Wertung. Aber noch sind wir auf der Streak. So, und wisst ihr was? Wir lassen uns jetzt direkt eine Lootröhre raus, damit wir das, was wir bekommen, dann vielleicht auch direkt verwenden können. So, oh, leider ist die Röhre nicht gold. Wenn die Röhre golden wäre, wüssten wir, dass wir was richtig Krasses bekommen. Leider nicht. Oho, aber das ist cool. Das ist auch selten. Das ist Gold, nicht Silber, wie beim letzten Mal. Das ist eine feine Sache. Das ist eine feine Sache. Mit dem zocke ich doch jetzt sehr gerne. Packen wir Daisy in die Blooper. Ja, die hat jetzt nämlich sogar die Blooper-Bulli. Die hat einen massiven Bonus auf der jetzt kommenden Strecke. Nice. Sehr, sehr, sehr nice. So muss das. Und warte mal, die Strecke haben wir doch schon gefahren. Die Strecke haben wir doch schon gefahren. Aha. Hier wird also mit Streckenrecycling gearbeitet, oder was? Okay. Das ist interessant. Aber es hätte mich auch schon gewundert, weil ja so viele Cups kommen. So, da hätte es mich gewundert, wenn sie für jeden Cup immer komplett neue Strecken gemacht hätten. Oha, die lenkt sich aber ganz weird. Die lenkt sich ganz weird. Richtig weird. No joke. Ich habe gerade minimale Probleme, auf die Lenkung klarzukommen. Die ist scharf driftend, glaube ich. Die anderen Karts sind anders gedriftet. Okay, das ist erstmal eine neue Herausforderung. Und ich bin auch nur auf Platz 4, was ziemlich erbärmlich ist. Aber ich fahre halt auch super schlecht, so, ne? So, ich kann mich halt auch echt nicht beschweren, so. So, zack. Hier den Turbo direkt zünden. Aber die beiden hier vor mir, die haben es ordentlich drauf. Sehr schön, danke, Cooper. Für die mit der Banane hat er Toad mal eben kurz aus dem Leben gezündet. Dass wir hier relativ easy rankommen. Oh Gott! Was lenkt der so weird? Aua! Ihr Schweine! Holy shit! Das ist ganz, 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 ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das an Baby Daisy oder an dem Kart liegt. Ich glaube aber eher das Kart, weil wir haben ja Baby Daisy heute schon gefahren. Und da war das ja nicht so. So, aber jetzt muss ich hier rüber. Wenn ich hier noch was reißen will, brauche ich die Abkürzung und ich krieg sie nicht. Das ist richtig schlimm. Dieses Kart ist ganz, 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 ganz komisch. Oh Gott, was ist passiert? Wir kommen auf Platz 4 ins Ziel. Ganz, ganz erbärmlich. Ganz, ganz, ganz erbärmlich. Ich schäme mich. Reichen uns 3.900? Das haben sie häufig. 3.900 Punkte haben bisher fast immer gereicht. Auch diesmal. Oh mein Gott, wir kriegen sogar auf Platz 4 noch die 5-Sterne-Wertung. Das ist eigentlich unverdient. Eigentlich wirklich unverdient. Aber das Spiel ist irgendwie... Okay, ich werde jetzt nochmal einen anderen Fahrer... wir machen jetzt erstmal noch das. Ich werde jetzt nochmal einen anderen Fahrer probieren. Okay, wir können hier gar keinen anderen Fahrer probieren. Ich hätte jetzt nämlich nochmal Toad in die Blooper-Bolide gesetzt. Und dann hätte es mich interessiert, ob diese Blooper-Bolide immer so weird lenkt. Oder nicht. Okay, was müssen wir tun?
Was müssen wir tun? Wir müssen Stunts machen, ne? Ja, wir müssen einfach Stunts machen. So, auch hier kriegen wir Stunts hin. Oh, dann habe ich aber einen Stunt am Anfang verpasst. Am Anfang waren auch so Wasserfontänen. Da hätten wir auch stunten können. Und jetzt schon wieder. Oh Gott. Oh, okay. Damit habe ich die 5-Sterne-Wertung, glaube ich, schon komplett verkackt. Okay, ja, das ist sehr, sehr unvorteilhaft, wie ich hier fahre. Aber teilweise sind die auch fies platziert, die Schanzen. So, manchmal, ich nehme die hier. Weil ich glaube, da kann ich einen Doppelstunt machen. Ne, sogar einen Dreifachstunt. Oh, das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier den Weg nimmt. So, zack, zack. Sehr, sehr gut. Einmal darüber. Na, ich denke, man braucht mindestens 13. Mindestens 13 für die 5-Sterne-Wertung. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Chancen ausgelassen. Oh mein Gott, sogar das reicht noch. Oh, holy shit, das Spiel ist... heute sind wir aber hart am Limit, was die Sternebewertung angeht. Sehr schön. Cup abgeschlossen. Und jetzt holen wir uns unseren ersten Geschenkbonus. Der Ranglisten-Cup eröffnet. Du kannst jetzt auf Basis deiner Cup-Gesamtpunktzahl Stuff machen, okay? So, nimm mal einen Ranglisten-Cup-Teil und erreiche einen möglichst hohen Punktestand. Okay. Ja, aber da es den Online-Modus noch nicht gibt, Leute, bringt das noch nicht viel. Also, so viele haben mir schon in die Kommentare geschrieben, dass sie in diesen Ranglisten immer wieder auf Platz 1 sind. Also, irgendwas wird da nicht richtig aktualisiert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran das liegt. So, aber jetzt will ich das Geschenk öffnen. Wir kriegen Cooper als Fahrer, 10 Diamanten, ne? Und 300 Münzen, glaube ich. Ja. Ja, sehr, sehr geil. Das ist in Ordnung. So, und hier im Cooper Cup könnte ich jetzt dann auch in die Ranglistenrennen gehen. Das machen wir ab nächsten Mal. Aber jetzt habe ich endlich auch den Freundesmodus hier. Und wo kann ich jetzt die Anfragen annehmen? Wo kann ich jetzt die Freundschaftsanfragen annehmen? Ich habe schon so viele bekommen. Yes, da sind sie. So, ich werde mal kurz die ganzen Freundschaftsanfragen hier annehmen. Alter, das dauert Ewigkeiten. Weil das Game irgendwie so lange Ladezeiten hat. Egal. Für euch, Leute. Für euch. So, wunderbar. Ich glaube, jetzt habe ich alle geaddet. Hier ist meine ID, Leute. Addet mich gerne, wenn ihr möchtet. Ich kann sogar meinen Twitter verknüpfen. Wisst ihr was? Das mache ich mal kurz. Yay! Twitter-Konto wurde verknüpft. Sehr gut. Einwandfrei. Keine Ahnung, was mir das bringt. Ob das nur was für die Freundesliste ist. Aber damit... hätte ich mal alles. Aber warum haben wir keinen Ton mehr? Jetzt geht's wieder. Wunderbar. Also Leute, ihr habt meinen Code gesehen. Sehe ich irgendwo, wie viele Freunde ich habe? I don't know. Wie viel habe ich geaddet? 35 habe ich jetzt mal geaddet. Ich werde dann Stück für Stück immer Leute hinzufügen. So, also, aber da wir nochmal Gems bekommen haben, Leute, würde ich sagen, zünden wir hier einfach nochmal welche. Was soll's? Guys, was soll's? Holen wir uns nochmal ein bisschen Loot ab. Ja, Willy Blaster, sehr schick. So, komm. Da geht nochmal was. Zack. Nochmal der Willy Blaster. Ah, lol. Wenn man sich den nochmal zieht, dann kann man den leveln. Das ist ja verrückt. Und wie sieht das dann aus? Hier, zack. Sehe ich irgendwo, was passiert, wenn man den levelt? Hier steht's. Einfache Aktionspunkte, 1,05-fache mehr Punkte und einfache Level-Boni. Was sind Level-Boni? Oh, da bin ich noch... Ah, es ist alles so weird. Und was kann ich mir eigentlich mit den Münzen kaufen? Ah, hier. Okay, ich könnte mir zum Beispiel dieses Kart hier kaufen. Und für 500 Münzen könnte ich das dann leveln. Ja, ich müsste es mir quasi zweimal kaufen und dann würde ich es leveln können. Ich würde sagen, wir warten damit noch. Wir farmen mal weiter Münzen. Bevor wir uns überlegen, was wir mit den Münzen machen. Die verfallen ja nicht so. Wann der kommt, wissen wir leider noch nicht. Und die Missionen
kommen auch noch. Also eins nach dem anderen. So, ich hoffe, der heutige Part hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Addet mich, dass wenn der Multiplayer kommt, wir zusammen zocken können. Und bis zum nächsten Mal bei Mario Kart Tour. Haut rein, euer Hübi.